Wir werden sehen. Gut, ich würde sagen erstmal willkommen zurück zum The Dark Side Detective and Fumble in the Dark. Wir spielen den dritten Fall im dritten Stream. Reif für die Insel. Das bin ich heute auch hier auf jeden Fall. Reif für die Insel. Nach einer anstrengenden Woche. Nehmt es mir nicht übel, wenn ich heute auch ein bisschen reif für die Insel bin und ein bisschen. Ja, wie schon gesagt. Bisschen hinterher hinke. Jetzt geht's ans Vorlesen. Reif für die Insel. Fallzusammenfassung. Auf Oma Dulis bitte besuchen Patrick und ich das Stammhaus des Clans in Irland. Ja, das kann ja nur gruselig werden. Mal die Familie von unserem Duli besuchen. Wir werden sehen. Reif für die Insel. So schaut's aus. Sind wir, glaube ich, alle nach dieser Woche. Also, Dudi, in 307 Stunden landet unser Flug in Irland. Bist du schon aufgeregt? Ich bin ein bisschen nervös, meine irischen Cousins zu treffen. Was ist, wenn sie nicht so klug und gebildet sind wie ich und wir keine vernünftigen Gespräche führen können? Gehen wir einfach ganz unvoreingenommen an die Sache ran. Jetzt reisen wir mit dem Boot oder was? Waren wir nicht gerade am Flughafen? Warum sind wir auf einem Boot? In der letzten Szene waren wir noch am Flughafen. Das Schloss ist am Loch Dooley. Erinnerst du dich? Der Dooley-See. Unser Flug und das Umsteigen wurden herausgeschnitten. Clever. 307 Stunden wären ja auch eine etwas zu lange Ladezeit gewesen. Tja. Da hat sich jemand Animationen gespart. Näher bringe ich euch nicht an dieses Spukschloss heran. Barnacle Murphy heißt der Gute. Okay. Es ist ja auch im Landesinneren, also könnten sie uns gar nicht näher ranbringen. Nein, das kann ich nicht. Und das werde ich auch nicht. Wir sind auf uns allein gestellt, Dudi. Gehen wir zum Schloss. Wir haben einen amerikanischen Dollar. Feinste amerikanische Dollar. Die exakte Menge, die man für einen Urlaub braucht und keinen Cent mehr. Aha, es ist nicht nur einer. Warum nennen sie es Spukschloss? Weil ein ganz normales Schloss keinen Touristen anzieht. Die Leute erwarten von einem Schloss, dass es darin spukt. Ah ja. Das Boot nochmal betreten, schauen wir uns hier nochmal um. Netter Bilderrahmen. Es wäre ein Jammer, wenn jemand ein Bild hineintun würde. Ah, okay. Für den Dollar einen Rahmen. Na gut, rahmen wir das Geld ein. Solange es im finanziellen Rahmen bleibt, sollte das in Ordnung sein. Diese Schmerzen. Ja. Gegenstand erhalten. Ein gerahmtes Geld. Postkarten aus Derry, Dinge, Dundalk und anderen Städten. Ende von jedem Hafen in Irland. Wow, dieser Mann hat alles gesehen. Hey, sieh dir das an, Detective. Man kann den vorherigen Bildschirm aus einer ganz neuen Perspektive sehen. Mein Knie schlottern. Was so passiert, wenn ich hier wage es ja nicht. Okay.
Ich wünschte, der Captain hätte uns hier drin reisen lassen, nicht auf dem nassen Deck. Tja. Aha, ihr seht's. Mit dieser Antenne sende ich mein illegales Radioprogramm. Was denn? Ich kann euch das ruhig erzählen. Ihr seid hier schließlich keine Polizisten. Ah, ja. Bootsname. Das sollte ursprünglich ein Platzhalter sein. Aber ich bin nie dazu gekommen, ihn zu ändern. Das ist ein gutes Boot. Ei. Seit ich ein bisschen daran umgebastelt habe, läuft es sogar mit Biodiesel. Oh, wie fortschrittlich. Was? Das habe ich nur gemacht, damit die Robbe mich nicht mehr so vorwurfsvoll aus dem verschmutzten Wasser anstarrt. Ah, die Robbe Ron. Bootsname. Okay. Die Öko-Robbe. Sieh mal, Detective, eine Robbe. Na, du kleines Schnuffelchen. Der Regen macht mich krank. Das kann ich gut verstehen. Bei uns zu Hause regnet es nie. Juni, bei uns zu Hause regnet es fast jeden zweiten Tag. Detective, ich gebe mich gerade der Schwärmerei hin. Lass mir gefälligst meine rosa-rote Brunne. Aha. Mit dem Wohnwagen betreten. Telefonleitung. Ein guter Tag, um Wäsche aufzuhängen. Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Ist das eine Schwitzhütte? Wenn dann eher ein Schwitzkasten. Aua. Ein kaputter Generator. Vermutlich braucht er Treibstoff. Wo soll ich denn den hier draußen bloß finden? Solange kein Strom fließt, kann ich daran nicht viel erkennen. Ja. Ziemlich dunkel hier drin. Ah, du bist da. Fiona make something. Aha. Das stimmt, ich bin hier. Bring das zurück zu Iron. Das ist nicht das, was ich bestellt habe. Na los, sei ein braves Mädchen. Errötet. Schnaps. Ich bin zwar auf der grünen Insel, aber nicht grün hinter den Ohren. Dienst ist Dienst und der Schnaps ist Schnaps. Ich habe Dienst und du den Schnaps. Witzig, oder? Behalt deine hibbeligen Griffe bei dir. Das Telefon ist nur für offizielle Hafenangelegenheiten. Finger weg, das ist nur für die Hafenmeisterin bestimmt. Warum Hafenmeisterin und nicht Hafengebieterin? Bei Hafengebieterin klingt, als würde ich Boote festbinden und die Insassen fesseln, anstatt mich um Papierkram zu kümmern. Aha. Ich weiß, was du denkst. Passen die Vorhänge auch zum Teppich? Nein, tun sie nicht. Ein Teppich würde sich hier nur mit Wasser vollsaugen. Also habe ich keinen. Was für eine Aussicht. In der Tat, man könnte denken, dass die verregnete graue Landschaft irgendwann ihren Reiz verliert, aber weit gefehlt. Ihr Licht ist aus. Ach was, wirklich? Für wie doof hältst du mich? Denkst du, ich sitze hier im Dunkeln, arbeite im spärlichen Licht, das durch das Fenster kommt und merke nicht, dass das Licht aus ist? Ich habe keine Zeit, das in Ordnung zu bringen. Ich ertrinke in Arbeit. Heute ist ein ganzes Boot angekommen.
Hier drin ist es gemütlich. Das erinnert mich an das ein oder andere Apartment in der Heimat. Okay. Was soll das alles? Willst du mir einen Heiratsantrag machen? Nein. Oh. Ich dachte, sie könnten daraus vielleicht Treibstoff für den Generator machen. Okay, ihm soll ich nicht zurückbringen? Okay. Dann mal nicht einwärts. Kneipenschild. Wo sich niemand an deinen Namen erinnert. McTavirns. Kneipentür. Schnellbrot. Möwe. Sieh dir ihre lieblosen Augen an. Möwen sind die Soziopathen unter den Vögeln. Aha. Docs, Bildschirm 1. Sehr akkurat. Zum Schloss, zu weit zum Laufen. Wahrscheinlich müssen wir ein Taxi nehmen. Lass mich mal in meinem irischen Wetterbuch nachsehen. Ich glaube, das heißt hier Taxi. Oh, sieh dir das an. Da schlafen Katzen in der Kabine. Glaubst du, das Boot gehört ihnen? Das ist die einzige logische Schlussfolgerung. Okay, können wir reingehen? Oh. Mann beim Date. Paul heißt er. Ich kann gerade nicht sprechen. Mein Mund ist voll mit kochend heißen Chips. Chips? Pommes heißen hier Chips. Das, was wir Chips nennen, heißt hier Crisps. Und das, was wir Crisps nennen, gibt es das bei uns überhaupt? Okay, dafür, dass er gerade nicht reden kann, redet er aber ganz schön viel. Ich meine, das andere hat zu dir gesagt, aber ja. Chips gehören zu meinen 15 liebsten Kartoffelgerichten. Schlossgemälde. Guck mal, da gehen wir hin. Ihr wollt zum Schloss, Studi? Zum Schloss Dudi. Ich habe gehört, es ist verflucht. Soll es dort nicht spuken? Nein, ihr beiden, eine verrückte Sekte hat sich dort eingenistet. Liegt alle falsch, die Kobolde treiben dort die Unwesen und spielen den Besuchern Streiche. Nichts davon gefällt mir sonderlich. Es gefällt dir vielleicht nicht sonderlich, aber ein bisschen schon, oder? Naja. Ich habe schon eine gewisse Vorliebe für Sonderbares. Oh, mehr gerahmtes Geld. Was ist das? Oh, ich rahme gern fremdes Geld ein. Sieht immer so verrückt aus. Woher bekommen Sie das ganze Geld? Ich kaufe es. Sie haben kein amerikanisches Geld? Ah, ich glaube nicht, dass es dort Geld gibt. Wenn ich richtig informiert bin, sind die Straßen dort mit Gold gepflastert. Ah, ja. Also ich bin Amerikaner. Das glaube ich sofort. Einen Amerikaner kennt man in der Regel daran, dass er einem ungefragt erzählt, dass er Amerikaner ist. Genau. Und auch in Amerika gibt es Geld. Aber die Straßen, sind die nicht mit Gold gepflastert? Das war vor dem Goldrausch. Jetzt sind die Straßen voller Menschen. Es gibt keine Pflasterung mehr. Und wir haben Papiergeld. Tut mir leid, das zu hören. Jedenfalls habe ich amerikanisches Geld für sie eingerahmt. Ich verkaufe es ihnen. Oha, und den großen Philosophen Bixby Snyder zu zitieren, ich kaufe es für einen Dollar, aber einen irischen Dollar, einen Pfund. Wir werden es sicher nicht bereuen, all unser Urlaubsgeld direkt auf den Kopf zu hauen. Nein, bestimmt nicht. Ein irischer Pfund. Ist das zu fassen? Die Amerikaner benutzen tatsächlich Geld. Und ich habe den Beweis. Leicht fettiges Sandwich. Fettgetränkte Fritten und frittierter Fettteller.
Ich habe schon schlimmere Speisekarten gesehen. Mal sehen. Will ich einen Raubüberfall, einen hartnäckigen Fluch oder einen flammenden Tritt in die Nuss? Autsch. So viele verlockende Optionen. Falls es bei der Entscheidung hilft, mein Fuß brennt bereits. Ja. Können Sie uns bitte ein Taxi rufen? Nein, in Pubs gibt es kein Telefon. Pubs sind nicht dafür da, mit Leuten zu sprechen, die nicht im Pub sind. Wir haben alles von Whisky bis zum Whisky. Was ist der Unterschied? Hauptsächlich die Schreibweise. Wir haben alles von Whisky bis hin zum Whisky. Das ist der Unterschied, hauptsächlich die Schreibweise. Ein durstiges Seele. Was wollt ihr? Wir wollen nur kurz Hallo sagen. Nur kurz Hallo sagen? Was? Seid ihr euch wohl zu fein, um länger zu bleiben? Typisch Touristen. Erst sagen sie, dass es ihnen hier gefällt, aber wenn es darauf ankommt, schnappen sie sich ihr Gepäck und hauen ab. Wir haben schließlich ein Leben, eine Arbeit und Familie. Meinst du, wir hätten hier kein Leben, keine Arbeit und keine Familie? Denkst du wohl, ich wurde aus einem Marmorblock gehämmert? Ich? Nein, ich wurde geboren. Ich habe eine Familie, ich lebe hier, ich habe sogar einen Job. Du bist kein Deut besser als ich. Also wirklich, Detektiv, immer diese Touristen. Was darf's denn sein? Wie wär's mit einem Batzmarter? Batzlight? Was ist das? Was ist dieses Stellar Assault? Oh, es hilft einem bei der Wahl der richtigen Freunde. Das Fass ist alle, Detektiv. Sehen wir lieber, was es sonst noch gibt. Pat steht für Black Pudding, eine Art Blutwurst. Wenn man den Fleischsaft ausdrückt und ein bisschen wartet, bekommt man das hier. Mir ist schlecht. Ein Schluck davon und du wirst dem Mond eine Ohrfeige nach der anderen verpassen. Das klingt gut, mit dem habe ich sowieso noch eine Rechnung offen. Was? Nichts, Polizeijargon. Okay, dann wo nichts. Nach oben können wir auch nicht. Schnaps. Die Hafenmeisterin wollte, dass ich ihnen das hier zurückbringe. Sagt sie, sie hätte etwas Verträglicheres bestellt. Verstehe. Sie will wahrscheinlich nicht während der Arbeit trinken. Geben Sie ihr stattdessen das hier. Würden Sie die Flasche zurück? Ach, die brauche ich nicht. Behalten Sie sie. Ein Pint. Okay. Hier für dich. Ist es das, was du wolltest? Oh, heiliger Jesus, mein Erretter, das rettet mir den Tag. Ich wusste doch, dass wir uns auf einen verlassen können. Egal, worum es geht, nicht wahr? Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps. Ich habe Dienst und du hast nur den Schnaps. Haha, witzig, oder? Nierschens. Kann ich jetzt das Telefon benutzen? Wir würden dir wirklich gern helfen. Immerhin sind wir die besten Freunde. Freunde, die in jeder Lebenslage voneinander erzählen können. Stimmt's? Das hört sich irgendwie nicht so gut an. Das Problem ist, dass der Generator hinter dem Waggon mit dem Wagen kaputt ist. Wenn jemand ihn reparieren würde, dürfte er anrufen, wenn er will. Na gut. Ich habe immer gesagt, dass du einer von den Guten bist. Stimmt's, Liefermädchen? Stimmt, das hat sie immer gesagt.
Der Generator. Das ist der kaputte Generator. Vermutlich braucht er Treibstoff. Wo soll ich denn hier draußen Lust finden? Ich halte es für eine Schnapsidee, das da einfach reinzukippen. Okay, dann gehen wir mal landeinwärts. Da ist nichts als grauer Nebel. Ich weiß nicht, ob Laufen so eine gute Idee ist. Gut, dann Treibstoff. Gehen wir hier Treibstoff her. Können Sie bitte ein Taxi rufen? Nein, Papst gibt es kein Telefon. Papst sind nicht dafür da, mit Leuten zu sprechen, die nicht im Papst sind. Okay. Ja. Nichts sagt, ich liebe dich wie Stones und eine Gefäßerkrankung. Das war fantastisch. Bei jedem Chip konnte ich fühlen, wie mein Leben sich verkürzt. Was wollt ihr? Wir wollen nur kurz Hallo sagen. Ja, okay, das hatten wir schon. So, wo kriegen wir jetzt Treibstoff her? Kann ich das fettige Papier haben? Gönn's dir, Kumpel. Sollen wir mal probieren? Ich verzichte. Fettiges Papier. Vielleicht. Fettige Lösung. Kronkorken. Wozu auch immer. Ein übelriechendes Gebräu aus Fett und Schnaps. Vielleicht können wir das hier reinschütten. Nissons. Okay, scheinbar nicht. Können wir vielleicht wäre es hiermit sicher, wenn ihr jetzt kurz ausblenden würdet, wie ich meinen zwielichtigen Stoff zusammenbraue. Ah. Okay. Hier ist euer Bio-Diese. Viel Spaß damit. Bio-Diese. Wollen wir das mal trinken? Was das bringen würde, steht auf einem anderen Kleeblatt. Ich bin beschämt über meine eigene Idee. Das ist gerade der Robbe zu geben. Jetzt sollte Fiona wieder Strom haben. Hoffentlich lässt sie uns jetzt das Telefon benutzen, um mein Taxi zu rufen. Taxi, Detective. Du hast es geschafft, der Generator läuft. Und ich habe wieder Licht und Wärme. Ich fühle mich wie die Königin von Tara. Jetzt kannst du das Telefon nutzen, um dein Flittchen anzurufen. Ich rufe kein Flittchen an, ich brauche ein Taxi. Keine Sorge, deine Frau da drüben erfährt nichts von mir. Was erfahre ich nicht? Was das bringen würde, steht auf einem anderen Kleeblatt. Das Telefon funktioniert wieder. Zeit, ein Taxi zu rufen. TLPD, wie kann ich helfen? Ich brauche ein Taxi. In Irland. Und ich kenne nur diese eine Nummer. Oh, Detective, ich wusste, dass das passieren würde. In wenigen Momenten sollte eins von McTaverns vor McTaverns Pub ankommen. Moment mal, ich hätte mir den ganzen Aufwand also sparen können. Oh Mann.
Ah ja. Hey Daxi, können Sie uns bitte zum Schloss fahren? Ohne Knete fahre ich nirgendwo hin. Bringen Sie uns dafür zum Schloss? Aha, so kommen wir ins Geschäft. Rein mit euch. Und dann ist unser Geld alle. Willkommen im Nirgendwo, Jungs. Danke. Da ist es, Dudi. Schloss Dudi. Es ist genauso, wie ich es in Erinnerung habe. Es hat sich kein bisschen verändert. Dudi, du warst noch nie hier. Bis letzte Woche wusstest du nicht mal, dass es existiert. Auf einmal kommen all die Erinnerungen wieder hoch. Hängelandschaft. Regen prasselt auf die Hügel, Küken nieder. Wir haben nur noch einen Kronkorken. Ganz schön beeindruckend. Oh ja, aber auch ein bisschen farblos. Vielleicht sollte man ihm einen neuen Anstrich verpassen und ein zweites Schloss darauf bauen. Irgendetwas, was es von einer beschlossenen Gegend abhebt. Bin es der König von Irland. Gar nicht so abwegig, wenn man so darüber nachdenkt. Grauer Himmel. Thor ist heute wohl besonders wütend. Gehört Thor nicht zu den nordischen Göttern? Glaubst du etwa, er lässt es nur im Norden regnen? Oh je. Yeah. Zur Eingangstür. Kaum sind wir angekommen, hört es auf zu regnen. Großartig. Es liegt an der Natur des Regens. Was ist mit diesem Mann? Wartet der auf uns? Willkommen, die Herrschaften. Ich werde mich um ihr Geschäft, Gepäck kümmern. Was für ein kritischer Verleser. Damit sie so gleich die Zeremonie beiwohnen können. Sie sind nämlich spät dran. Verzeihung, aber die Heimat ist viele Kilometer und fast genauso viele Rätsel entfernt. So, ich bin Butler, kein Richter. Von mir wird niemand verurteilt, sondern lediglich beliebt. Haben die Herrschaften einen Wunsch? Oh ja, ich habe viele Wünsche. Das ist bedauerlich. Ich habe die Anweisung, keinerlei Wünsche zu erfüllen, bis die Zeremonie vorüber ist. Warum haben Sie denn gefragt? Aus Höflichkeit, Sir. Es kann nicht schaden, höflich zu sein. Mir hat es geschadet. Das D steht wahrscheinlich für Domizil. Aha. Jetzt, da es aufgehört hat zu regnen, kann uns zumindest niemand mehr am Regen stehen lassen. Das ist korrekt. Ich dachte, Sie kümmern sich um unser Gepäck. Nach der Zeremonie, Sir. Bis dahin muss ich die Tür bewachen. Ah ja. Ein steinerner Dachs. Warum steht ein riesiger steinerner Dachs an der Eingangstür? Der Dachs ist das Familienwahrzeichen, Sir. Zum Garten. Ah ja. Wir gucken uns erstmal um. Es ist zwar kein richtiger Obstgarten, aber die Apfelbäume sind prächtig. Als Kinder sind wir ständig auf diese Bäume herumgeklettert. Ach wirklich? Wer ist wir? Die anderen Dudis und ich. Ein paar der Äpfel sehen locker aus. Kugelbuge. Oh, hier haben sich die Leute im Kohlekrieg vor Atombomben versteckt. Zum Glück war das vor unserer Zeit. Was muss man für ein Exhibitionist sein, um ein Glashaus zu bauen?
Es ist kein Haus für Menschen, sondern für Pflanzen. Pflanzen? Aha, und ich dachte immer, Pflanzen wären niedliche, unschuldige Wesen. Aber wie sich herausstellt, sind sie kleine Perverslinge. Das erklärt auch, warum sie nie Hosen tragen. Abgeschlossen. Hier haben wir ein Wäldchen. Lasst ihn lieber in Ruhe. Er mag es nicht, Dinge zu tun. Beeilt euch, die Zeremonie kann nicht beginnen, bis ihr euch durchgeklickt habt. Sieh dir das an. Bevor es Kühlschränke gab, haben die Menschen in solchen Hügeln Eis aufbewahrt. Falsch. Ohne Kühlschränke hätten sie gar kein Eis herstellen können. Sie haben sich das Eis im Winter von den Seen geholt. Du willst mir ernsthaft erzählen, dass Seen Kühlschränke hatten? Das ist verrückt. Verrückt genug, um wahr zu sein. Ich glaube dir. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Detective, ich verstehe ja, dass du nicht als Informant genannt werden willst. Wenn ich auf duluminati.com einen Blog-Eintrag darüber schreibe, gebe ich dir einen coolen Spitznamen, der Informant oder so. Oder du lässt es einfach sein. Gerüchten zufolge wurde von diesem Grashügel ein gewisser Präsident erschossen. Dudi, wir sind tausende Kilometer entfernt. Deshalb hat man den Täter nicht geschnappt, Detective. Ein Brunnen. Eine Badewanne. Wie du meinst. Das Fundament ist ziemlich locker. Ich glaube, ich kann einen Stein rausnehmen. Ich sollte nicht mehr rausnehmen, als ich brauche. Okay, wir haben einen Stein. Ah, okay, das haben wir schon. Das Tor ist mit einer alten, rostigen Schloss verriegelt. Okay. Ich fürchte, der Zutritt ist bis nach der Zeremonie nicht gestattet. Zu der ihr, wie gesagt, rechtlich spät dran seid. Okay, dann wollen wir mal. Beeilt euch, die Zeremonie kann nicht beginnen, bis ihr euch durchgeklickt habt. Das haben wir schon gemacht, also rein hier. Da bist du ja, nur keine Eile, du bist bereits 20 Jahre zu spät für deine Reifezeremonie. Da kommt es auf ein paar Minuten noch nicht mehr an. Eine Reifezeremonie? Ich bin mir nicht sicher, was das bedeutet. Gibt es Geschenke? Hier, zieh dieses Gewand an. Es könnte etwas eng sein, aber es sollte trotzdem passen. Es gibt tatsächlich Geschenke. Juhu! Wie sehe ich aus? Du siehst... darf ich ein bisschen ausholen? Nein, wir fangen jetzt an. Gut, dann mache ich es kurz. Es steht hier. Puh. Liebe Familienmitglieder und Freunde, wir haben uns erneut hier versammelt, um dem Rat der Zeit Tribut zu zollen. Es ist die Zeit des Jahres, in der aus kleinen Dulis junge Erwachsene werden, denen die Familienpflichten zuteil werden. Beginnen wir mit dem Beantworten der alten Fragen, auf die ihr euch vorbereitet habt. Was sollen wir vorbereitet haben? Es gibt einen Test. Kevin, wer sind die Dudis? Wir sind eine Familie der Beschützer, die für das Wohl der gesamten Menschheit sorgt. Eine Polizistenfamilie? Ich stamme von Drohfahndern ab. Rupi, was ist unsere ewige Mission? Wir halten die Sonne am Himmel, damit sie jeden Tag aufgeht. Und die Erde segnet und jeden Abend untergeht, damit auch andere auf dem Planeten ihre Wärme spüren können. Und wie tun wir das, Patrick? Indem wir fest an uns glauben? Wie bitte? Nein,
Wir tun es, indem wir. Moment. Wird es etwa dunkel? Was zum? Die Sonne ist ausgegangen. Ausgerechnet an diesem Ehrentag haben wir unsere heiligen Pflicht versagt. Wie konnte ich es so weit kommen lassen? Was sollen wir in dieser sowohl wörtlich als auch bildlich gesehen finsteren Stunde der Familie tun? Detective, wir müssen etwas tun. Ich habe vorhin zwar nicht aufgepasst, aber ich glaube, die Dudis sollten eigentlich verhindern, dass so etwas passiert. Und ich bin ein Dudi und du bist rein rechtlich gesehen auch ein Dudi. Und die ganze Sache ist ziemlich seltsam. Vielleicht seltsam genug, um dein Interesse zu wecken. Und ich verlange normalerweise auch nicht viel, nur Essen und eine Mitfahrgelegenheit und eine Ausrede, um nicht arbeiten zu müssen. Und Besuche bei meiner Familie. Also hilfst du mir, der Sache nachzugehen? Dudi, mehr als Detective müsstest du gar nicht sagen. Gehen wir. Gut. Moment, wohin gehen wir? Wisst ihr auch gern? Diese Felsen sind aus Kalkstein. Ich frage mich, ob. Ja, aus diesem Felsen ragt ein Stück Feuerstein heraus. Natürlich. Die restlichen Kalksteinfelsen lasse ich lieber in Ruhe. Dann können wir vielleicht Feuer machen. Dudi, ich brauche ein Stück von deinem Gewand. Ich weiß nicht, wie viel ich entbehren kann. Hier hast du ein kleines Stück. Gegenstand halten, Stück Gewand. Was kann ich für euch tun? Was ist los? Warum ist es ja auf einmal dunkel geworden? Ich weiß es nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Ganz und gar nicht. Vielleicht ist der Sonnenstein. Ist dem Sonnenstein etwas zugestoßen? Was ist dieser Sonnenstein? Oh, das ist eine lange Geschichte. Aber da ihr es eilig habt, gebe ich euch eine Zusammenfassung. Die Sonnengöttin Aine wurde in einem Kranich verwandelt. Natürlich. Wir reden hier über irische Mythologie. Da werden andauernd Leute in Vögel verwandelt. Also spar dir deinen ironischen Unterton. Nun, als sie zum Kranich wurde, legte sie diesen Stein, der die Sonne kontrolliert, und übergab ihn an Dudi Ahuhn. Dudi A. was? Das bedeutet erster Dudi. Der Geschichte zufolge schnitzte Ain ihn aus einer Kartoffel. Jedenfalls übergab sie ihm den Sonnenstein, damit er auf ewig geschützt sein möge. Und das war er auch, bis heute. Wir holen ihn zurück bei der Ehrenlosigkeit der Blutwölfe. Ehrlosigkeit klingt nicht besonders verlässlich. Blutwölfe sind wie Hypnotiseure. Wenn man an einem Punkt im Leben angelangt ist, dem man sie um Hilfe bittet, darf man nicht wählerisch sein. Ich würde gern deinen Stock ausleihen. Den altehrwürdigen Schillelack der Dudis. Schillelack, das spricht man Schillelie. Was hast du damit vor? Ich glaube, den Stock aus Schillelie kann uns helfen, hier rauszukommen. Hier rauszukommen? Wir sind doch draußen. Ich meine aus dieser Situation, der Finsternis. Ach so, na dann, hier, bitte. Okay, wir haben den Schädel. Slan. Alles in Ordnung, Kleiner? Kleiner? Ich bin kein Kind mehr, ich habe meine Zeremonie schon hinter mir. Nein, Moment, die Zeremonie wurde ja unterbrochen. Ich werde für mein Kind bleiben. Du kannst wirklich gut mit Kindern. Es verschlägt mir jedes Mal die Sprache, wie du mit ihnen umgehen wirst. Du meinst das doch ernst, oder? So wie immer. Da hatten wir noch ein zweites hier, Mädchen. Was trinkst du da? Kommt drauf an. Bist du Polizist? Nicht in diesem Land. Na gut, das ist Politin. Kann ich das mal haben? Bist du es mir wieder zurück? Das beantworte ich mal mit einem vorsichtigen Ja.
Ich weiß zwar nicht, was das heißt, aber ich habe ja gehört und bin ein bisschen angeheitert. Also hier bitte. Ah ja. Können wir vielleicht. Also gut, wie gehen wir das herum und träufeln das darüber. Was für eine Verschwendung. Und schon haben wir eine Fackel. Zünden wir den heiligen Stab an. Sehr schön. Bin zwar auf der grünen Insel, aber nicht grün in den Ohren. Wir machen einen Blutversuch aus dir, Detektiv. Feuerset. Dann wollen wir in diesem Stock mal Feuer unterm Hintern machen. Brennende Fackel. Oha. Brüde mit Messer. Seien Sie vorsichtig mit diesem Messer. Was haben Sie eigentlich damit vor? Die Dunkelheit vertreiben. Ach so. Kann ich das Messer haben, damit ich das auch machen kann? Es gibt kein mehr im Messer. Gegenstand Messer. Warte eine Minute. Genauso wird Messer geschrieben. Okay, wir haben ein Messer. Grrr. Was ist los, mein Junge? Ist der Deivel gekommen, um es heimzusuchen? Arf. Okay. Ein paar der Äpfel sehen lecker aus. Locker aus. Bin zwar okay. Verschwindet ihr, Deivel! Ihr seid ja nicht willkommen. Zwergenhand, Uhanram. Okay. Wir sollten uns nach einem Schlüssel erkundigen. Oha. Da drinnen scheint irgendwas zu sein. Ich komme nicht ran, solange das Tor verschlossen ist. Ich muss irgendwie das Schloss knacken. Die Klinge ist zu dick, um das Schloss zu knacken. Wie lange wohl die Fackel hält? Haben die Herrschaften einen Wunsch? Besonders ausgegangen. Das ist sie wohl. Sehr bedauerlich. Es könnte eine lange Nacht werden. Ich habe keinen Imbiss für die Kleinen eingepackt. Hat jemand anders das Haus betreten? Nicht, dass ich wüsste. Die Erzdruidin hält das Haus bis auf weiteres geschlossen. Warum brennt dann Licht? Wo finde ich einen Schlüssel für das Gewächshaus? Hm, ich habe einen. Kann ich ihn haben? Ich fürchte, ich brauche ihn noch für den Fall, dass die Kinder hungrig werden. Möglicherweise muss ich ihnen von dort einen Imbiss besorgen. Auf Wiedersehen, die Herren. Ich dachte, sie kümmern sich um unser Gepäck. Und ich dachte, die Sonne würde am Himmel bleiben. Der heutige Tag steckt wahrlich voller Überraschungen. Ohne Erlaubnis der Erzdruiden darf ich niemanden rein oder rauslassen. Aha. Dann will ich mal zurück. Was kann ich für euch tun? Was dein Stock angeht. Es ist kein Stock, junger Mann. Es ist ein uralter und überaus bedeutsamer Chilele. Der seit jeher vom Familienoberhaupt getragen wird. Nun, er als Zeichen von Weisheit, Pflichtbewusstsein und Rechtschaffenheit wurde er nur an jene weitergereicht, die sich viele Male zu dich erwiesen haben. Also, Legenden zufolge stammt das Hilele aus der Zeit, als die alten Götter an der irischen Küste landeten. Manche sagen sogar, er sei ein Splitter des Lormyr von Dagda. Für euch amerikanischen Jungspunde, Dagda ist ein mächtiger Gott und der Lormyr ist eine magische Kriegswaffe. Also was ist damit? Oh je, es tut mir wirklich leid, aber ich habe ihn in Brand gesteckt. Ach schon, gut, ich habe jede Menge davon Ersatz. Ersatz?
Denkst du wirklich, du wärst der Erste, der einen uralten und mächtigen Stab angezündet hat? Wo sag ich das? Und jetzt geht und klärt dieses Mysterium auf. Für den Sonnenstein gibt es nämlich keinen Ersatz. Alles in Ordnung, Kleiner? Keiner, ich bin kein. Okay, das hatten wir schon. Oh nein, nochmal fand ich nicht darauf rein. Auch wenn ich nur ein Kind bin. Okay, wo. Wie können wir jetzt. Wir brauchen einen Schlüssel. Ohne meine Stichwaffe fühle ich mich nackt. Ich hätte etwas im Tabustab hier verlangen sollen. Könnten wir mal. Nein, können wir nicht. Aber nicht doch, Detective. Wenn im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Drogen um sich werfen. Was? Gut. Da fällt mir gerade eben nichts mehr ein. Außer. Ich will hier nicht alles kaputt schlagen. Ich brauche etwas Kleineres. Um das Schloss am Tor zu knacken. Tja. Will ich erstmal sagen, mache ich eine kurze Streampause und hoffe, während der Zeit geht nicht die Fackel aus. Ja, bis gleich. Thank you.
Thank you.
So. Weiter geht's. Eine Cola ist bereit. Cola saufen. So, Hundi. Was ist los, mein Junge? Ist der Dive gekommen, zu halt suchen? Arf. Okay. Zum Garten. Können wir vielleicht irgendwie die Äpfel mal sehen, ob ich einen herunterholen kann. Okay, wir haben einen Stein verloren und haben Äpfel. Wo ist der Stein hin? Apfelschnitz gefällig. Schneiden wir diesen Apfel auf. Ja, nee, nein. Apfelscheiben. Er brauchte doch irgendwie Snacks. Hier, bitte. Verstehe nicht, mein Herr. Der ist bereits verzehrfertig zubereitet. Ja, der ist für Sie ein kleiner Imbiss sozusagen. Ich danke Ihnen. Und die Erlaubnis der Erzdruiden kann ich Sie leider nicht ins Haus lassen. Aber ich gebe Ihnen den Schlüssel für das Gewächshaus. Als kleines Dankeschön. Der Gewächshausschlüssel. Genau, das wollten wir. Na dann mal rein hier. Damit sollten wir reinkommen. Fort mit dir, Satan. Oder ich rücke dir deine Davis-Nase zurecht. Hi. Amerikaner ist noch schlimmer als der Dive. Sonne scheint aus zu sein. So ist es. Nicht gut für die Pflanzen. So ganz ohne Sonnenlicht. Natürlich nicht. Sie brauchen gewisse Dinge, verstehst du? Zum Überleben. Ich verstehe. Pflanzen haben dieselben drei Grundbedürfnisse wie Menschen. Tatsächlich. Sonne, Wasser und jede Menge Reiki. Vorsicht, das sind Stinkfuß. Das ist Stinkfuß. Ich kenne keine Wurzel mit einem übleren Geruch und kenne sie alle. Ich habe gehört, dass ihr Amerikaner Souvenirs mögt. Und nehmt ihr nicht was davon mit nach Hause? Und wenn ich nach Hause sage, meine ich bis zur Zollstelle. Danke. Aber halt es bloß von deiner Flamme fern. Sonst stänkerst du die ganze Linie voll. Okay, wir wissen, was zu tun ist. Schöne Blumen, was pflanzen sie hier sonst noch an? Ach, hier wächst alles möglich. Essbares, brennbares, strafbares. Verzeihung. Der Genuss hat genossen. Was ends? Oh ja, einen davon macht hier gerade irgendwas, irgendwo sein Nickerchen. Chuck, die Pflanze? Natürlich. Es ist hier schließlich kein Kindergarten. Aber doch bestimmt kein Spaghettibaum. Oh Mann. Kann sich hier vor lauter Spaghettibäumen kaum bewegen. Das ist zumindest Tomatensauce vollgeknickert. Ja. Ein Bodenthermometer. Aber hallo, die Erde darf schließlich nicht zu warm oder zu kalt sein. Es ist nicht gut, wenn die Erde friert. Und wenn sie Fieber hat, schwitzt sie mir hier alles voll. Faszinierend. Nimm es ruhig mit, wenn es dir gar so gut gefällt. Wirklich? Danke. Kein Bodenthermometer haben wir. Mit diesen Blumen habe ich mal eine Horde Zombies in die Flucht geschlagen. Unglaublich, oder? Plants vs. Zombies. Kommt die Gießkanne bei all dem Regen oft zum Einsatz? Nein, ich nutze sie meistens als Fußbad und eine Toilette, wenn es zu stark regnet, um ins Haus zu gehen. Nach Möglichkeit nicht beides am selben Tag. Ist der lebendig? Nein? Gut zu wissen. Moment mal. Okay.
Was ist denn mit der Sonne passiert? Genau das wollen wir herausfinden. Dann kann ich euch vielleicht einen Tipp geben. Wirklich? Das wäre ja wunderbar. Na, was ist sie um diese Zeit oben am Himmel? Wenn ich was verniere, sehe ich immer zuerst dort nach, wo ich es zuletzt gesehen habe. Wir sollten also am Himmel nachsehen. Genau, ich habe draußen einen Leiter, falls ihr nach oben wollt. Ich schreibe das alles auf, Detektiv. Ja. Wie steht er aus? Okay, vielleicht sollten wir hier mal... Ich bin zwar nur ein stinknormaler Streifenpolizist, den stinkfeiner Detektiv, aber mein Instinkt sagt mir, dass du eine stinkende Pflanze noch stinkender gemacht hast. Brennende Kräuter. Das zieht ganz schön. Da zieht ganz schön der Nebel aus. Mhm. Können wir hier irgendwo. Können wir was mit den brennenden Kräutern machen, bevor sie ausgehen? Können wir vielleicht mit dem Thermometer die Tür aufmachen? Dann müsste ich das Schloss knacken können. Oha. Mal sehen, was wir darin finden. Oha. Fässer. In den Fässern wurde wohl das Eis aufbewahrt. Jemand muss es gestohlen haben. Jetzt ist es nämlich nur noch Wasser drin. Komische Urs. Das ist dreimal der Buchstabe O mit einem Apostroph dahinter. Wie merkwürdig. Drei Kreise mit Apostroph. Sehr kryptisch. Sonst gibt es hier nichts mehr zu sehen. Aha. Oha. Um genau zu sein. Okay, Okay. Hier waren wir lange nicht mehr drin. Was kann ich für euch tun? Tschüss. Tja. Können wir das hier irgendwie... irgendwo mit verwenden? Was hat uns das jetzt gebracht? Kräuter anzuzünden. Wissen Sie, was diese Dinger sind? Ach, liebe Hämmer, Sie müssen sie umgehend der Erstruinen zeigen. Aha. Was ist das? Das kann nicht sein. Diese O's, diese Apostrophen. Während wir abgelenkt waren, müssen sie sich als Dudi verkleidet zu Dudis hereingeschlichen und Sonnenstein entwendet haben. Diese Unholde. Was für Halunken.
Lumpenpack. Schurken sind das allesamt. Die reizten Scheusale. Das sind schlechte Menschen, versteht ihr? Wenn sie in Sachen verwickelt sind, haben wir ein Problem. Ihr müsst sie schnappen, hört ihr? Ich werde in den Wind pfeifen, damit der Butler weiß, dass er euch ins Haus lassen soll. Ja. Können wir jetzt hinein? Haben die Herrschaften einen Wunsch? Haben irgendwelche Odulis das Haus betreten? Wenn, dann haben sie es vor der Zeremonie getan. Denn seitdem habe ich keine Menschenseele herein oder rausgelassen. Keine Menschenseele. Habe ich einen Oduli hier hereingelassen? Nein. Keine Menschenseele, vielleicht ein Geist. Nein, keine Geisterseele, niemanden. Auf Wiedersehen, die Herren. Ja, dann wollen wir mal. Was für ein Ort, Detective. Ein Ort, an dem sich drei Diebe aufhalten, finden wir sie. Erinnerst du dich, als wir mit so einem Kronleuchter aus Versehen ein ganzes Haus in dir gebannt haben? Hahaha, die guten alten Zeiten. Bist du die? Sieht verdächtig aus, da sollten wir dann ziehen. Tafel, Sanduhr. Was nicht kaputt ist, kann es noch werden. Dieses Motto könnte von mir sein. Sie funktioniert nicht und von innen kommt ein seltsames Knirschen. Aha. Ein Porträt. Ein Porträt von Tammy Doody, die angeblich ein Jahr und einen Tag lang jedes Wort einer Fee mit einem Warum quittierte, bis sie von dieser frustriert zurückgelassen wurde. Okay. Hinauf. Erdgeschoss. Hinunter. Ja. Altar. Alter, was ist hier los? Hier müssen sie den Sonnenstein gestohlen haben. Es ist das zweitgrößte Band, das ich hier gesehen habe. Das zerbrochene Glas stammt wahrscheinlich vom Diebstahl. Es könnte aber auch einen Notfall gegeben haben. Aha. Drei schicke Schilder. Ich könnte pro Hand höchstens einen davon tragen. Den dritten vielleicht im Mund. Detective, sprichst du es Vase oder Vase aus? Vase. Dann sind wir uns ja einig. Ein Bild der Sonne. Sie muss ihnen wohl irgendwie wichtig sein. Esszimmer, Gesellschaftszimmer, Porträt. Siobhan, das spricht man Siobhan. Was für ein bedrohlicher Name. Hier steht, dass sie ein Schloss ausgeraubt hat und mit der Beute aufs Meer geflogen ist. Sie erklärt die Augenklappe und die Taube auf ihrer Schulter, die sie rot und grün angemalt hat. Das Haus ist so groß, dass man sich auf den Weg zwischen den Zimmern auf den Bänken ausruhen muss. Der Kopf sieht ein bisschen aus wie du weißt schon. Bis auf die Haut und das Fell. Unser Schulmaskottchen? Ja, das stimmt. Bis auf die Haut und das Fell. Möge er für uns alle rühren. Was für ein gemütliches Feuer. Ja, und jetzt, da die Sonne nicht mehr da ist, wird es zum neuen Gott, der seinen Anhängern Licht und Wärme spendet. Judy, das sind die Worte eines Wahnsinnigen. Ruhe, zwing mich nicht, dich dem neuen Gott zu opfern. Connor Judy, einer der militärischen Anführer der Familie in den O-Kriegen.
Am liebsten würde ich mich da hineinsetzen und meinen Jetlag ausschlafen. Okay, mehr können wir hier nicht machen. Abgeschlossen. Was für ein Monster würde mich aus meinem Zimmer ausschließen? Würde mich aus einem Zimmer ausschließen, in dem es Essen gibt? Weiß ich auch nicht. Dann würde ich mal sagen, nach oben. Ein Porträt. Der altehrwürdige Garnet Doody. Erfinder des Nickerchens während der Arbeit. Ich war mir noch nie so sicher, dass das meine Familie ist. Sehr schön. Oh, wir können auf dem Dachboden. Aber erstmal, das Zimmer geht uns nichts an. Ein halbes Himmelbett. Schick. Dudi, das liegt nur an der Perspektive. Moment, du hast recht. Das hat wirklich nur zwei Pfosten. Dann sind wir wohl nur halb willkommen. Ein Gemälde von einem Kugelgriff. Die Farbe ist so dick aufgetragen, dass man ihn beinahe benutzen könnte, wenn er nicht nur gemalt wäre. Aha. Mir gefällt der sorglose Einsatz nackter, unbeaufsichtigter Flammen in diesem Haus. Schafft eine tolle Atmosphäre. Sehe ich da etwa ein schreiendes Frauengesicht auf dem Schubladengriff? Wer die Anspielung nicht verstanden hat, wird dich wahrscheinlich für verrückt halten. Aha. Ich habe die Anspielung verstanden und halte ihn trotzdem für verrückt. Okay. Hier haben wir einen Nussknacker. Barrikade. Die Tür ist mit diesem nervigen großen Spielzeug blockiert. Versteckt sich da drin etwa jemand? Bleib mir vom Leib! Warum kommst du nicht einfach raus und sagst uns, wo der Sonnenstein ist? Niemals, ich habe mich hier niedergelassen und kultiviere einen Pilz, von dem ich dauerhaft leben kann. Ihr werdet mich hier niemals rauskriegen. Herausforderung angenommen. Zwar keine Herausforderung, sondern eine unumstößliche Tatsache, die euch demoralisieren soll. Die Wette gilt. Aha, vielleicht können wir durch das Fenster Stinkkräuter reinwerfen. Mhm. In diesem Schloss ist noch ein weiteres Haus. Diese Extravaganz ist ganz nach meinem Geschmack. Können wir nicht die brennenden Kräuter? Schade. Das hätte ihn ja vielleicht rausgejagt. Die obere Luke bewegt sich nicht. Scheint durch einen Mechanismus verschlossen zu sein. Okay. Können wir die Barrikade anzünden? Lüftungsrohr, interessant. Wir müssen also durch den Lüftungsschacht hier hinein. Sehr interessant. Können wir hier noch irgendwo hin? Hinunter können wir. Okay. Hände weg von meinen Töpfen. Lässt er sich nicht öffnen? Ist nur für Magnete. Weißt schon, diese kleinen Magnete, die es überall als Souvenir gibt. Wenn die Dinger nur einen vernünftigen Namen hätten, könnte ich es besser agieren. Jedenfalls ist das die Magnetwand, die lässt sich nicht öffnen. Woraus bestehen diese Pfannen? Aus Träumen. Wie schön sie glänzen. Was, dieser Schrank ist tatsächlich voller Tassen. Wo ist das ganze Essen? Merkwürdig, das sind die Teile einer Statue drin.
Dieser Unfall hat bestimmt einiges hinter sich. Meinst du, man könnte einem Hund dahinter hervorholen? Selbst eine kaputte Uhr zeigt zweimal pro Tag die richtige Zeit an. Verstelle diese Uhr systematisch, damit sie niemals die richtige Zeit anzeigt. Ah ja. Hände weg, ich muss Wasser kochen. Für Tee? Was? Nein, um die Seele des Wassers zu befreien. Sieh dir an, wie sie in den Wasserhimmel fliegt. Machen sie sich über mich lustig? Ehrlich gesagt, weiß ich das selber nicht so genau. Guten Flug, Wassergeister. Okay. Pat Duni. Oh, beachtet mich gar nicht. Ich bin im Regen nass geworden, also bin ich reingegangen, um mein Frettchen zu wärmen. Sehe kein Frettchen. So ein kleine Monster sucht hier wahrscheinlich irgendwo nach einer dicken Wurst. Kicher. Das ist sehr zweideutig. Haben Sie irgendwelche auffälligen Personen gesehen? Und ob zwei Männer, einer trägt seinen Mantel wie ein Perverser und der andere ist angezogen wie ein kleines Mädchen. Das ist ja auch Pat. Willkommen, Familienname, meine Geschwister heißen Penny, Patsy, Patrick und Petchino. Aber nicht Patty. Wir sind schließlich keine Fleischscheiben. Ich gehe lieber weiter, diese Odudis fangen sich schließlich nicht von selbst. Vielleicht tun sie das, sie sind nicht gerade die hellsten. Eine Speisekammer. Glasierter Schinken. Mit Honig glasierte Schinken. Ich glaube, ich habe mich eingenässt. Mit Speichel. Das ist ja pervers. Pfeffer und Salz. Gott erhält. Honigbrotscheiben. Gibt es hier auch irgendwas ohne Honig? Ja, dieses Haus ist ziemlich alt. Da könnte ein Schmiermittel sich vielleicht noch als nützlich erweisen. Aha. Butterschmalz. Die Reste eines Eintopfes mit Rindfleisch und Honig. Wer würde davon etwas übrig lassen? Alles mit Honig. Baguette heute Morgen frisch aus Frankreich eingeliefert. Eine der kleinen Freunde des Lebens in Europa. Mit Honig? Kisten voller Bienen. Das erklärt den ganzen Honig. Langsam habe ich das Gefühl, Honig bisher auf die falsche Weise verzehrt zu haben. Noch Bienenmehl. Bleib dir Harze auf die Warze. Reibt die Harze auf die Warze. Aha. Weiß nicht, warum er so fröhlich aussieht, armer kleiner Kerl. Speiseaufzug. Liebe diese Dinge. Früher bin ich darin immer zwischen hier und wo auch immer es hinführt, der rumgekrabbelt. Dudi, zum letzten Mal, du warst noch nie hier. Also kannst du auch nicht in diesem Speiseaufzug herumgekrabbelt sein. Wenn hier einer rumkrabbelt, dann bin ich das. Ups, ich meine, was auch immer dieser kaputte Aufzug sagen würde. Kaputt? Was? Ja, deshalb bin ich auf der Flucht nicht bereits geflüchtet. Ein Zahnrad ist kaputt und jetzt stecke ich hier fest. Ich glaube, wenn wir ein Zahnrad finden, könnten wir den Kerl da rausholen und festnehmen. Alles klar, ich erinnere mich, dass hier irgendwo Zahnräder waren, wahrscheinlich. Ah ja. Wir müssen also ein Zahnrad finden. Wozu mein Gewinn wäre ein Zahnrad? Merkwürdig, das sind Zeilenstatue drin. Aha. Poster.
Irgendwas muss doch das hier. Wir könnten mal Zahnräder herkriegen. Die sind Schilder. Wie können wir die jetzt Zahnräder nutzen? Ich sehe das bei denen nicht. Es könnten Zahnräder sein. Ja. Das sind drei Zahnräder. Das könnte zumindest durch funktionieren. Okay. Können wir nichts machen? Wir können das hier wirklich reinschmeißen. Ich bin ratlos. Ein Mechanismus hinter der Tür, vielleicht können wir dort irgendwie. Wo kriegen wir hier Zahnräder her? Ich habe hier noch gar keinen Zahnräder gesehen. Ja. Was machen wir nun? Das ist nichts. Nicht gut für die Pflanzen, ja, das wissen wir. Hier nichts. Tja, wo können wir Zahnräder herkriegen? Hat hier irgendjemand Zahnräder gesehen? Mit den Odudis auf sich. Ach, ein vermaledeites Gesinde ist das, ein Zweig der Familie, der sich in Urkriegen gegen uns gewendet hat. Urkriege? Es war eine dunkle Zeit für Irland. Dudis gegen Odudis. Murphy gegen O'Murphy. Reilly gegen O'Reilly und so weiter. Ich werde kein Wort mehr über diese Zeit verlieren, bis wir alle gezwungen sind, die traurigen Lieder zu singen. Es reicht, wenn ihr wisst, dass wir uns seitdem im Krieg gegen die Odudis befinden. Sie sehen es immer noch als ihre Familienpflicht an, Sonnenstein zu beschützen, obwohl sie dieses Privileg an dem Tag verloren haben, an dem sie mit wehenden O's und Apostrophen in den Krieg gezogen. Sie müssen während der Zeremonie eingedrungen sein, um den Sonnenstein zu stehlen. So hinterhältig wie nur ein Udo sein kann.
Ihr müsst sie schnappen. Hört ihr, fangt sie ein und holt den Sonnenstein zurück. Ah, ja. Hier noch irgendwas. Oh! Ein Badezimmer. Da waren wir noch gar nicht dran. Detective. Glaube ich, muss diesen Fall alleine lösen. Ich habe wichtige Ermittlungen in der Badewanne durchzuführen. Ach, du musst den. Duschköpfe sind keine Seltenheit. Aber wann sieht man schon mal einen Duschkörper? Die sind seit der französischen Duschrevolution Mangelware. Ah, ein Lüftungsschacht. Warum überhaupt einen Spiegel aufhängen, wenn er so winzig ist? Ich will ihn in meiner ganzen Pracht bewundern. Guck mal, wir haben hier auch winzige Steckdosen im Bad. Siehst du, wir beide sind gar nicht so verschieden. Hä? Waschbecken auf Beckenhöhe. Sonst hieß es ja nicht Waschbecken. Haha, hier drin erwischen die mich nie. Die Lüftungsschacht scheint mir mit dem Puppenhaus verbunden zu sein. Das sollte ihn ausröchern. Bäh, was für ein Gestank, nichts wie raus hier. Aha. Sieht aus, als hätten wir ihn rausgeräuchert. Verhaft ihn, Dudi. Ja, verhaft ihn, Dudi. Oh, das bin ja ich. Verhaft ich ihn? Okay. Wo ist der Sonnenstein? Keine Ahnung, ich bin beim Einbruch nervös geworden. Der hat mich hier versteckt. Von mir gibt es keine Infos. Getretene Barrikade. Weiß zwar nicht, warum das umgetreten ist, aber ich hab's. Ich habe, was ich wollte. Okay, rein hier. Müsste es für sie nicht auch denken? Wenn man die Augen zusammenkneift, sieht es fast so aus als wie das amerikanische Alphabet, aber nur fast. Ein Hurley. Damit spielt man Hurling. Es ist im Grunde ein Stockkampf. Mit optionalen Punktesystemen. Nehmen wir ihn mit als Andenken. Ach. Diese Wurzel stinkt wirklich übel. Übel als jede andere. Eine Aufziehpuppe. Eine furchterregende Aufziehpuppe mit einem Aufziehschlüssel. Okay, wir haben einen Aufziehschlüssel. Sein glasiger Blick sagt, töte mich. Honk. Ah, ja. Okay, wir haben einen Aufziehschlüssel. Wozu brauchen wir einen Aufziehschlüssel? Wozu brauchen wir einen Aufziehschlüssel? Für die Uhr vielleicht? Dann wollen wir mal sehen, was wir daran finden. Vielleicht ein paar Zahnräder. Ein paar Zahnräder, die nehme ich mit. Aha, und zwar genau drei. Vielleicht hilft uns das hier mal weiter. Reparieren wir dieses Ding. Ja, und dann befreien wir den Dummkopf, der darin feststeckt. Hey! Ach du Schreck! Ein Zahnradrätsel. Wir müssen diese Position der Zahnräder hier rausfinden. Das System wieder läuft und das Zahnrad am Ende sich bewegt. Ja. Oh nein. So nicht. So. Geschafft. Das System funktioniert wieder. Das war leichter als gedacht.
holen wir den Typen da raus und legen ihm Handschellen an. Normalerweise würde ich mich beschweren, im Urlaub arbeiten zu müssen, aber ich lege einfach zu gern Leuten Handschellen an. Wo ist der Rumpfstein? Haha, das werde ich euch niemals verraten, weil ich das nämlich gar nicht weiß. Mama Ududi hatte ihn und ich wurde von ihr getrennt, als der Aufzug kaputt ging. Und sie ist clever, sie lässt sich nicht mit heruntergelassener Hose erwischen. Oh nein. Mal sehen, wo er hinführt, wenn er schon mal funktioniert. Oha. Die sehen aus wie die Statue, die ich im Mülleimer gesehen habe. Bedeutet das etwa, dass einer davon eine Fälschung ist? Ich muss eine Möglichkeit finden, die Echtheit der Statue zu überprüfen. Ich sollte mir noch einmal alle Porträts ansehen, um sicher zu gehen. Uff. Ein Gemälde dieses Esszimmers, mitsamt einem kleinen Gemälde dieses Esszimmers. Und so weiterhin bis in eine Ewigkeit. Eine Ewigkeit? Es gibt nur eine Ewigkeit. Wir können uns das jetzt nur so nicht angucken. Big Finn Dudi, der angeblich den Nachs der Weisheit verschlank. Sollte das nicht ihr Verschlank heißen? Er verschlankt den Nachs? Nein, er hat ihn gefangen und dann umschlungen. Mit bloßen Händen. Er muss große Hände haben. Davon ist auszugehen. Vielleicht können wir ihn ausschließen, indem wir eine passende Statue finden. Die Statue hat gewaltige Hände von Big Finn Dooley, dem Fischlinger. Okay, er sieht doch. Wir haben noch kein Porträt gefunden, das zu dieser Statue passt. Okay. Das ist eine ganz schöne Länge. Durch diese Tür sollten wir zurück zum Flur gelangen. Schuban. Sollte die jetzt nicht. Das ist die mit der Augenklappe. Diese Statue hat die Augenklappe und die bedrohliche Körperhaltung von Shioban Dudi und ihren nicht sehr überzeugenden Papagei. Mhm. Ich habe ihn hier, Connor Dudi, in der militärischen Anführer der Familie in Urkriegen. Hat, wie soll ich sagen, höflich ausdrücken, die Größenverhältnis zwischen Uhren und Kopf ist ungewöhnlich. Ich werde Ausschau nach einer entsprechenden Statue erhalten. Das ist doch er hier. Die Statue hat die kleinen Uhren von Connor Dudi und die Militäruniform. Das stimmt, tut mir leid, die Uhren haben mich davon abgelenkt. Hier sind nur noch zwei Statuen. Zwei weibliche. Im Porträt von Tammy Dudi, der angeblich ein Jahr und einen Tag lang. Das hatten wir eigentlich. Mit so einem Schrammel, glaube ich, im Gesicht. Die Statue hat eine Narbe, die der von Tammy entspricht. Okay, dann brauchen wir jetzt noch. Mal gucken, ob wir noch eine andere finden. Das letzte Porträt stimmt aber nicht überein. Das ist die einzige Statue, zu der kein passendes Porträt gibt. Das muss die Fälschung sein. Verdammt! Aber so einfach kriegt ihr mich nicht. Nehmt das. Ah, sie hat ein Nudelholz. Und ich werde nicht zögern, es einzusetzen. Schnell, du, die Beschlagnahme ist. Nudelholz. Gib es mir zurück.
Sieh mal, Detective. Das hier war in ihrer Tasche. Aha, verhaften Sie Dudi für das seriale und keineswegs paranormale und auch nicht normale Verbrechen namens Diebstahl. Sonnenstein. Yay, wir haben den Sonnenstein erhalten. Ihr habt mich und meinen Jungs verhaftet und unser gestohlenes Erbstück zurückgestohlen. Was wollt ihr denn noch? Wie wäre es mit dem Sonnenstein? Den hat dein Kumpel doch schon eingesteckt. Ach wirklich? Und was ist dann dieses gestohlene Erbstück? Der Sonnenstein. Dann rücken Sie ihn mal raus. Er hat ihn doch schon. Meint dieser Kerl das ernst? Oh, und ob ich das ernst meine, Tod ernst. Okay, können wir es dann mal zu ihr zurückbringen? Die Sonne wieder an den Himmel bringen. Ich habe den Stein zurückgeholt, ganz ehrlich. So etwas ist seit 101 Jahr nicht passiert. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich nicht weiß, was als nächstes kommt. Aber ich erinnere mich, wie die Großmutter meiner Großmutter, die lange vor meiner Zeit verstarb, mir Geschichten über ein System der zur Wiederherstellung erzählte. Eine Methode, die Sonne mit Hilfe des Steins wieder hochzufahren. Ah ja. Moment mal. Wie hat sie diese Geschichten erzählt, wenn sie bereits tot war? Oh, Verzeihung. Ich dachte, sie bräuchten Informationen für die Rettung der Welt und keine Vorlesung über Lyrik und erzählerische Freiheit. Tut mir leid. Jedenfalls gibt es... Was gibt es im Schloss Dudi einen Geheimraum? Das ist ein Eingang, sich hinter folgenden Worten verbirgt. Wer den brennenden Wunsch verspürt, die Sonne erneut zu erblicken, muss bereit sein, durch das Feuer zu gehen. Ihr könnt die Bedeutung bestimmt mit detektivischer Sicherheit ausfüllen. Ich habe schon eine ganz klare Idee. Hier gibt es ja nur ein Feuer, durch das wir gehen könnten. Hier nicht. Das ist der einzige Raum, in den wir nicht rein können. Kaminfeuer. Wenn ein brennenden Wunsch verspürt, die Sonne erneut zu erblicken, muss bereit sein, durchs Feuer zu gehen. Vielleicht ist dieser versteckte Raum dahinter. Ich muss das Feuer ausmachen und es herausfinden. So nicht. Tja, wir machen mal das Feuer aus. Wenn wir doch die Vase mit Wasser nehmen könnten und das damit löschen könnten. Das wäre wahrscheinlich zu einfach. Wollen wir das jetzt mitnehmen? Das wäre zu einfach, das einfach mitzunehmen, oder? Ah, vielleicht mit der Butter. Verdammt. Okay, vielleicht ist im Esszimmer noch irgendwas, Vielleicht haben wir was übersehen. Ah, Essig. Vielleicht nur mit dem Essig. Was gibt's zum Abendessen, Detective? Ich kann es kaum erwarten, alleine die Vorspeise, Dudi, das heißt Vorspeise. Okay, wir haben Essig, vielleicht kommen wir mit dem Essig. Die Butter geht scheinbar nicht, das ist scheinbar absolut nicht möglich.
um mal die Gruppe hier mal rauszulösen. Das ist eines dieser Dinge, die eigentlich nicht funktionieren dürften. Was trotzdem tun. Hundertprozentig. Okay. Ein Griff. Warum hat der so eine große Tür beim Bart? Okay, wo könnte der Griff hinpassen? Ins Feuer wahrscheinlich nicht. Ich habe da noch so eine Idee. Vielleicht. Vielleicht passt er hier ran. Was fehlt, damit es funktionieren kann? Ich bräuchte einen Schaft als Verbindung. Okay. Das Nudelholz mit dem Griff. Wenn ich diesen Griff darauf stecke, kann ich das Kurbel verwenden. Eine Kurbel. Na dann ran damit. Holen wir Wasser aus dem Boden. Um das Feuer zu löschen. Ah, okay, verstehe. Ein Eimer mit Wasser. Ich hatte gehofft, da irgendwas anderes zu finden. Im Brunnen. Was mystischeres als Wasser. Aber okay. Und zisch. Mal sehen, was passiert, wenn wir das Feuer ausmachen. Leerer Eimer. Die Wand hinter der Feuerstelle scheint etwas zu sein. Oha, ein Rätsel. Oh nein. Sieht aus wie eine Art Schloss. Man muss das Familienwappen, das Motto der Dudis kennen, um es zu öffnen. Also Dudi, ich höre. Ach du Scheiße. Das war der Dachs. So nicht das Seltsame, wir nehmen das Gesetz, was nicht kaputt ist, geht noch kaputt. Das war rot. Scheint nicht korrekt zu sein. Da war es blau. Die Farbe weiß ich nicht. Okay, die Form. Glaube ich schon mal das. Warum muss dann wohl blau gewesen sein? Das Motto ist richtig, das weiß ich. Das ist doch richtig, oder? Scheint nicht korrekt zu sein. Aber das Motto stimmt, das der Dachs, der stimmt. Die Form scheint auch irgendwie hier zu stimmen. Oder nicht? Ach so, ist die Tafel ist ein Kreis. Sekunde, vielleicht. Und die Farbe ist natürlich grün. So sehen ja die Klamotten aus. Ein Kreis und ja genau hier so. Nicht korrekt zu sein. Bitte was? Okay, wait. Farbe muss grün sein, weil die Klamotten, die sie anhaben. Die Kreis ist. Okay. Ach ja, das ist die Schilde hier. Okay, geheime Leiter. Wir sind in einer Art geheimer Kammer. Zum Geheimraum. Wo sind wir hier?
Und noch viel wichtiger, was ist dieses Ding dort? Eine Rakete. Ist das... Ich glaube, ich bin verliebt. Zumindest ist es keine konventionelle Rakete. Es scheint mit Dampf vom angeschlossenen Ofen betrieben zu werden. Trotzdem ziemlich beeindruckend für eine derart alte Technik. Eine dampfbetriebene unkonventionelle Rakete von vor 1 Million Jahren. Nimm das, NASA. Es ist darauf eingraviert. Eine Sonne, nehme ich an. Es sieht aus wie mein Muttermal. Dudi, du hast kein Muttermal, jedenfalls ganz bestimmt nicht so eins. Aber wenn ich ein Muttermal hätte, würde es auch so aussehen. Das spüre ich in meiner Osoruchis. Osoruchis, was? Das ist ihre Schwesele. Vermutlich müssen wir den Stein einsetzen. Zumindest scheint dort eine passende Öffnung zu sein. Das Ding fliegt wahrscheinlich die... Was rede ich da? Das ist so doch verrückt. Hättest du lieber einen Fall mit Banshees, Fumori und Feen gehabt? Das würde mehr Sinn ergeben, ja. Also gut. Wir setzen den Stein in die Rakete ein und sehen die ausgeknipste Sonne zu fliegen und sie wieder anzuschalten. Hast du dich von der Rakete verabschiedet? Es wäre unhöflich, es nicht zu tun, oder? Ein Kohleofen. Netter Ofen, wir brauchen Holz oder Kohle, um ihn in Gang zu bringen. Sonnenstein scheint in diese Öffnung zu passen. Ah ja. Ist das. Ich glaube, ich bin verdient. Der Stein ist eingesetzt. Wir sollten wahrscheinlich den Ofen zum Laufen bringen. Und den großen Startknopf auf der Kontrolltafel drücken. Rüstdeckte, wir schaffen das. Eine Kontrolltafel, mal sehen, was sie sagt. Feuerstufe 0, Sonnenstein, Einlesung 1, Raketenstatus, nein, ja, nein. Irgendwie mag ich diese Kerlchen. Vielleicht sollte ich ihn mit Betty verkuppeln. Zickzack ist seiner Arbeit verheiratet. Tut mir leid. Aha. Wo kriegen wir jetzt Kohle her? Das wollen wir wohl noch ein bisschen arbeiten gehen. Oder können wir die Kohle, die da ist, anzünden? Wir müssen zuerst etwas drin verbrennen. Vielleicht können wir das Holz dort drin verbrennen. Tja, was können wir denn verbrennen? Irgendwo Kohle hier? Hier können wir nicht hoch. Tja. Das ist eine Lebensfrage. Wie kriegen wir Kohle her? Stellen sich einige das ganze Leben lang. Kohle, Kohle, Kohle. Wie ein berühmter Song weiter mal sagt, so, Kohle, 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 Schubdiu. Liegt hier irgendwo Kohle rum? Vielleicht im Kohlenbunker. Holen wir uns ein bisschen davon. So, na dann, würde ich mal sagen,
Dann rein mit der Kohle und angezünden. So beginnt Schlossbrände wahrscheinlich. Und zack, eine Kontrolltafel. Mal sehen, was sie sagt. Ah, alles klar. Feuerstufe 1, Sonnenstein, Einlesung 1, Raketenstatus. Ja, 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 brennen wir diese Wunderkerze ab. Also gut, lösen wir in diesem Fall und sorgen dafür, dass die Sonne wieder scheint. Müsst du den Knopf drücken, Dudi? Wirklich? Natürlich, das ist schließlich deine Familienrakete und dein großer Tag. Wie du meinst, Detective. Danke. Startvorgang eingeleitet, juhu. Rakete startet in 10. Fehler. Starttüren blockiert. Öffne Zugangsluke für manuelle Instandsetzung. Oh je. Kein Problem, wir öffnen einfach die Türen, leiten den Start neu ein. Rakete startet in 9. Oh nein. Oh oh. 8. 7. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. 5. 4. 3. 2. Ne, das ist es. Start in einer Sekunde. Schnell bringen wir die Sachen in Ordnung. Ein Loch in der Wand, dass man in eine Kurbel stecken kann. Scheiße, Mann, wenn ich nur eine Kurbel dabei hätte. Tja, RIP. Gut, dass wir kein. Das ist gut, dass wir eine Kurbel dabei haben. Gut, diese eine Sekunde vergeht sehr lange. Wir brauchen diese Kurbel, aber sie geht nicht ab. Verdammt. Okay. Jetzt aber schnell. Wir haben noch eine Sekunde Zeit. Eine sehr lange Sekunde. Ja, das ist es. Start aus irgendeinem Grund immer noch in einer Sekunde. Danke, Roboter. Daumen hoch, Emoji. Wir müssen die Türen lockern, bevor wir sie aufkurbeln können. Dann fetten wir die Türen mal kräftig ein. Na komm, Kurbel. Krieg es nicht hin, Dudi. Ich bin nicht stark genug. Start steht unmittelbar bevor. Wir schaffen es nicht. Geh zur Seite. Echt's. 0 Sekunden bis zum Start. Moment, das heißt, es ist Zeit für den Start. Los geht's. Uff, das war knapp. Gerade so in der letzten Sekunde. Es werde nicht. Wie wunderschön. In der Tat. Detective? Ja? Danke, dass du so getan hast, als könntest du die Kurbel nicht drehen. Ich muss an meinem Schauspielkünsten feiern. Mich wirst du niemals täuschen. Komm, bringen wir deine Zeremonie zu Ende. Liebe Familienmitglieder und Freunde, wir haben uns erneut zu diesem vormals unheilvollen Tag hier versammelt, um die Reifezeremonie abzuhalten. Und um unser wunderliches, verlorenes Kind Patrick Dooney wieder im Schoß der Familie willkommen zu heißen. Hast du das gehört? Sie hat gesagt, ich bin ein Wunderkind. Das bist du, Kumpel, das bist du. Fall geschlossen. Das Glück ist das Glück der Iren. Aha. Reif für die Insel haben wir dann mal abgeschlossen. Und voraussichtlich am Montag geht es dann weiter, denke ich, mit Aus der Klauen. Das ist die nächste Episode, die wir dann spielen. Aber für heute soll es das gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Danke auf YouTube fürs Zuschauen. Auf YouTube bitte mich nach oben Abo da lassen, Glocke aktivieren. Kommentare schreiben, nächstes Video gucken.
bis zum nächsten Video. Ciao.